Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Last Epoch. Wir haben, glaube ich, am 19. Dezember einen neuen Patch bekommen, der die Lags und so Sachen ein bisschen reduziert. Also ich habe jetzt eigentlich durchgehend 60 FPS, ein bisschen weniger manchmal. Aber immerhin läuft alles viel besser. Und auch beim Start vom, also wenn man im Charakter reingeht, fließt es nicht für 10 Sekunden. Weil das war irgendwie ein Item, also die Items, die man trägt, die Ausrüstung, die man trägt, die hat irgendwie so ein bisschen Probleme gemacht. Ja, und deshalb habe ich auch einen neuen Charakter mal begonnen, um auch die neuen Items auszuprobieren und so weiter. Und das ist ein Sorcerer geworden. Ich wollte eigentlich ein Spellblade machen, aber ja, dieser Crate war ein bisschen spannender als die anderen. Ding. Und diesen Wurm habe ich schon getötet am Anfang vom Spiel. Jetzt kann man hier nochmals gegen ihn kämpfen. Er macht nicht mal so viel Schaden für einen Heiltrunk. Aber dafür mache ich Schaden. Sehr gut. Wir haben die Quest completed. Und müssen eigentlich jetzt wieder zurückgehen aus diesem Ruined Era Gebiet. Der Corrupted Lake. Ich habe irgendwie noch gesehen, dass ich hier oben ein Gebiet noch nicht erkundet habe. Kann das sein? Oder habe ich das erkundet hier? Ups, das habe ich schon erkundet. Ah, eben doch nicht. Okay. Gut. Was haben wir denn hier oben? Nichts mehr. Schade, es sah so aus, als würde es hier nach oben weitergehen zum Boss, aber der war unten. Na gut, müssen wir wieder zurück. Also, momentan macht das Spiel extrem viel Spaß. Also ich habe innerhalb von 2-3 Stunden bis hierhin gespielt. Bin jetzt, Charakter Level 32 und könnte eigentlich jetzt einen Unique holen, das mir noch ein bisschen boostet. Ich kann es, glaube ich, noch nicht tragen, so Level 34 oder so ist es. Aber, oder jetzt Level 32 und ich kann es schon tragen. Bin mal gespannt. Ich wollte eigentlich auf Ward gehen, aber es geht nicht so gut. Jetzt bekomme ich nur Ward durch die Teleportierung. Durch Teleport und ja. Ist natürlich nicht so gut. Ah, okay, ein Waypoint ist hier. Aber wir haben noch eins nicht erkundet, oder? Irgendwo ist noch ein Gebiet frei. Ich mache wirklich die Gebiete komplett, weil ich natürlich keine Quest. Jetzt kommen immer wieder neue Quests rein. Und ja, dadurch übersehe ich die ja, wenn ich normal laufe. Also wenn ich ja noch durchlaufe. Und deshalb bin ich jetzt hier schon ein bisschen besser schauen. Ja, der Waypoint ist nicht gerade so gut zu markieren. Okay, nein, ich will nicht. Grüß, ich will. Hierhin. Ich glaube, hierhin müssen wir zurück, um die Quest abzugeben. Ich habe jetzt gar nicht gelesen da drüben. Okay, die Quest ist schon abgeschlossen. Keine Ahnung. Gehen wir mal kurz in zur Kiste und holen das Item raus, das ich möchte. Nämlich ist es. Also zuerst einmal diese Axt habe ich schon. 15, 10, 50. 15, 10, 8, 25. Okay, tauschen wir aus. Die ist besser. So, wo haben wir denn das Item, das ich. Ah, hier. Ah, Level 34. Wusste ich's. Okay. Und dann möchte ich noch. Das kann ich später schauen, weil ich weiß jetzt nicht, welches Item ich noch tragen möchte. Naja, so ein rare Item. Jetzt kann man zwar suchen. Das können wir gleich mal machen. Also was neu ist, sind diese Zweihandstäbe. Und hier zum Beispiel die Katalysten. Das sind einfach Schilde für die Magier. Endlich hat der Magier auch Schilde. Was ich eigentlich wollte schauen, ist Viere Dümmk. Viere Damage. Und hier irgendwas Besseres bei den Ringen.
bei den Zauberstäben. Ich möchte gerne wieder einen Zauberstab tragen können. Ich glaube, der ist stärker. 37, 26. Ja, Mana-Regeneration geht weg. Kann man da noch einen Katalyst irgendwie? Ja, ich habe noch keine Katalysten, die stärker sind. Wir lassen noch den Stab und gucken erstmal nach Ausrüstung mit Feuerschaden oder so. Ah ja, die Boots wollte ich tragen. Ja, Intelligenz ist nicht so wichtig. Also schon wichtig, aber wir machen genug Schaden. Lieber noch Boots, die ein bisschen Space casten. Ja. Okay, das war's. Also, wir gehen weiter. Müssen hier zum Lake Liat. Währenddessen muss ich etwas trinken. Ich habe immer noch Erkältung. Oh je. Ich sauere natürlich wieder mehr. Einfach wegen dem scheiß Behälter. So, Dankeschön. Dann geht es mir wieder besser. Also hier waren wir. Oh, da kommt ein. Also den richtigen Spell auch einsetzen. Ich bin durch Path of Exile gewöhnt, immer die Spells auf der W zu haben. Aber im Spiel hier, in diesem Spiel, gewöhne ich mich noch nicht so dran an die W-Taste. Ja, es ist schon ein bisschen unbequem, immer die rechte Maustaste zu drücken, deshalb ist die W-Taste besser. Und das muss ich jetzt in diesem Spiel auch wieder ein bisschen gewöhnen. Dass ich eher mit Feuerball, weil es einfach mehr Schaden macht und mehr AOE hat, einzusetzen, bis, ja, diesen Spell disintegrate, okay, Ding ist. Also, ich habe extra disintegrate genannt und jetzt setze ich Feuerball ein. Ja, oh, da hat ein neues Design, okay. Was ist das eigentlich? Summon Vine oder Endling Roots, okay. Sehr cool. So, wo geht's hier hin? Das ist auch relativ neu vom Design. Ich finde es cool, wie die Entwickler das Spiel verbessert haben in einem halben Jahr. Also im Mai ist es rausgekommen, 2019. Und jetzt haben wir Januar 2020 und das Spiel hat sich schon extremst entwickelt. Ich finde es einfach cool, wie viel Mühe sie sich machen, das Spiel zu entwickeln, besser zu machen. Weil ich weiß noch, im Mai, also Beta-Start, hat es extremst geleckt und einfach Probleme gemacht. Die Schatztruhe ist nicht mehr hier. Also keine goldene Schatztruhe mehr, die man öffnen kann. Sehr interessant. Schade, dass die Kisten nicht mehr so guten Loot bringt. Bringen eher. Okay, da kommen sie. Die Quest ist scheinbar immer noch gleich. Wow, die sind One-Hit down. Ah, okay. Auch nicht mehr so viel Schaden. Aber Damage ist echt schon heftig. Kommt noch ein kleiner. Und dann ist eigentlich, wenn wir da unten sind noch. Da kann man nicht drüber schießen. So, weil hier brauche ich jetzt diese zweite Tier. Und dann die dritte Tier. Dann machen wir noch Schockchance oder so. Und die machen hier Upgrade Speed. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also wir hatten jetzt diesen normalen Laser und jetzt hat er es schon gewandelt. Okay. Und da muss man Gegner haben, damit das zweite Tier erscheint. Was steht denn hier? Nach 2, also es erhöht nur den Schaden. Aber nicht das Aussehen, okay.
Ja, und es saugt schon sehr viel Mana. 50% mehr Mana. Okay. Wir noch auf Afterglow, damit das Maximum ist. Weil wir haben ja Mana-Kosten. 40 Mana Recently, das geht wahrscheinlich einige Zeit. 2 Sekunden und dann haben wir es aber schon. Okay. Jetzt werden wir mal den Disintegrate-Skill einsetzen gegen Monster. Ja, ist ziemlich schon viel stärker geworden. Ja, endlich mal Gegner auch schnell töten und nicht nur langsam. Einfach Zeit kostet das Skill. Dann müssen wir noch auf Tier 3 erhöhen. Ja, und gleich nicht gleich in die Geschosse laufen. Also es ist momentan noch nicht so einsatzbereit, das Spell. Ist ein bisschen noch zu schwach. Er wurde zwar gebufft im letzten Patch, aber ja, noch zu wenig. Ach, jetzt kommt. Wieso kommen denn die Gegner ständig erst nach einigen Sekunden so langsam immer wieder? Ah ja, Fire Penetration, sehr gut. Eigentlich müssen wir beides nehmen, aber ich gehe eher auf Feuer. Ah, müssen noch einen investieren. Ah, ich habe gar keine Punkte. Was habe ich denn gehabt? Ah, Feuerball, okay. Da hätten wir noch. Nein, nicht Stun-Chance, oder? Eigentlich doch Stun-Chance, weil ich gehe nicht auf Crit. Ich habe jetzt einfach die Nods hier genommen. Dann müsste ich aber diesen wegnägen. Weil der gibt nur Critical Strike Damage. Und der gibt Crit-Chance. Also machen wir das. Weil dann hat der Gegner natürlich schon ein bisschen mehr Probleme mit Feuerball. Ja, ist so ziemlich viel stärker, weil der Gegner sich nicht mehr bewegen kann. Sehr gut. Oh, der ist aber auch schnell down, ey. Also Feuerball ist immer noch OP. Der wurde ja genervt, aber dennoch immer noch mega OP. Auch wegen der Reichweite. Ist einfach genial. Wow. Okay, keinen Schuss ablassen können. Weil die machen schon echt heftigen Schaden, diese Skelette mit dem langsamen Schuss. Hallo, Barry. Der Bruno ist gekommen. Der Teddy Barry. Also mir gefällt dieser Spielstil, weil Feuerball spielt sich auch viel anders als zum Beispiel in anderen Spielen. Dank den mehreren Geschossen, wegen der Penetration, also Durchschlagskraft und so weiter. Spielt er sich mega locker. Und ich habe ihn nicht mal auf Schaden gemacht und trotzdem macht er so immensen Schaden. Ist einfach krass. So. Also ihr seht es, wie das jetzt auch mit Fire Penetration stärker geworden ist. Wow. Epic. Muss ich irgendwas gehen. Das ist extremst. Natürlich auf Cooldown. Ah ja, jetzt ist er momentan aufs Cooldown. Es geht halt immer noch, es ist nur 30 Sekunden Cooldown-Reduzierung. Das ist natürlich ja nicht so bemerkbar. Aber immerhin, mal öfters einsetzen, ein bisschen Bart holen, ist immer toll. Ja, sehr interessanter Build. Aber er ist squishy. Also er hält nicht viel aus. So, dann Tier 3. Kann man das jetzt auch optisch gesehen? Nö. Schade. Die müssen das optisch noch einfügen.
Ich hätte gerne so einen mega fetten Strahl. Bei Tier 3. Oh, das ist jetzt ein Tanky. Ja, genau, hä? Kann ich mal ausweichen. Deshalb Teleport eigentlich immer wieder nutzen. Ja, habe ich jetzt Level 34 erst, Level 33, ja. Okay. Aber den will ich noch zeigen im Video. Der macht schon fett Damage. Ah ja, das ist... Nein, das ist ein Relic. Okay, sehr gut. Ich dachte, Nebenhand. Ja. Er macht uns Armor. Und eben die hohe Chance anzuzünden. Nicht einzuzünden. Einzufrieren, wollte ich sagen. Aber natürlich brennen lassen. Ist natürlich schon nett. Aber, ja, der gehört nicht zu unserem Bild. Also, ist einfach jetzt stärker. Aber ich werde wahrscheinlich in Intelligenz und so Sachen Spell Damage bevorzugen dann. Muss ich dann schauen, wenn ich mal ein bisschen habe. Oder, ja, hat irgendwas anderes sehr defensiv oder so. Keine Ahnung. Hallo. Hallo, Waypoint. Ja, macht schon echt viel Spaß. Ey. Das ist unglaublich. Ich will den noch ein bisschen einsetzen, auch wenn er langsamer geht. Ja. Geht so. Nein, nicht den einsetzen, bitte. Uiuiui. Ja, also noch nicht so ready. Ich hoffe, er wird stärker. Ich muss ihn unbedingt auf Schaden setzen. Weil andere Nods hatte dessen Grade einfach nicht so gute. Also, jetzt habe ich doch das falsche ausgewählt. Hier unten sind irgendwie nicht so gute. Also, zwei Beams brauche ich nicht. Und hier Ward möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, no longer pieces, deshalb möchte ich das nicht. Und hier möchte ich das nicht. Wegen Blitzschaden. Ich will nicht noch mehr Blitzschaden machen. Ja, und Mana brauche ich auch nicht, deshalb gehe ich lieber hier rechts. Auf die Nuts. Genau, das ist es, was ich wollte. Also nach rechts gehen eher. Eventuell noch die Länge des Beams. Ja. Ja. Nein, Länge des Beams brauche ich eigentlich nicht. Ihr habt ja gesehen, es ist fast. Ja, es ist schon ein bisschen weniger als der Bildschirm jetzt gegen oben. Aber es genügt doch. Immer. So, da hier. Einen. Soll ich mal schauen, ich mache ja Blitzschaden, wie gut ich die eigentlich killen kann, wenn sie ja, so verzaubert sind wie der. Aber das ist ein Blitzskelett. Sturmskelett. Da. Weil man einfach wummen kann. Ihr wisst ja noch, beim Burning Paladin habe ich eigentlich extremst Mühe gehabt, hier durchzulaufen. Und der ist so viel stärker. Ja, also mir hatte ich nicht mit dem Burning Paladin, merke ich gerade. Er war ja auch ein bisschen OP um diese Zeit, um diesen Kampagnenstand. Aber, ja, es ist halt einfach auch Items, die ich schon habe, besitze. Man hat also viel mehr Mühe, wenn man nicht Items benutzt, die man schon hat. Ich werde eventuell, ja, wenn jetzt noch ein Patch rauskommt oder so, mal ganz von Null anfangen. Keine Items aus der Kiste tun. Und so. Also aus der Kiste nehmen. Einfach mal ganz normal starten. So wie jeder startet, wenn er das Game kauft. Und ja, vielleicht Solo-Self-Hunt-Modus wählen, genau. Es gibt so einen Solo-Self-Hunt-Modus, wo man die Items nicht in der Kiste ablegen kann oder so. Mal so einen, mal diesen Modus benutzen. Dann müssen wir wirklich die Items entweder mittragen. Oder man hat die Kiste, aber man kann sie nicht mit anderen Charakter scheren, glaube ich. So etwas ist es.
Also wer das genau weiß, der kann das mir gerne sagen. Oder mal den Hardcore-Modus verwenden. Mal schauen, wie weit ich komme. Kann ja auch mal streamen, wenn ihr Lust habt. Genau. Ja, jetzt merke ich gerade, die Stimme geht wieder ein bisschen runter. Ich habe gestern extra kein Video hochgeladen. Auch kein Livestream gemacht, damit ich die Stimme ein bisschen, damit die Stimme sich ein bisschen erholen kann. Ich habe auch kaum mit jemandem geredet. Aber die Stimme war schon echt kaputt. Voll heiß war ich. So. Was machen wir jetzt? Es ist nur 25%. Nein, ich will nicht mehr Damage kassieren. Ja, Slow Chance. Aber hier ist Slow Chance mehr. Und kein Delay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Soll ich Slow Chance? Ich nehme jetzt mal einen hier rein und dann Slow Chance. Chance. So. Das ist nicht so gut. Aber irgendwie zuerst slowen oder so, wäre nicht schlecht. So. Schade, dass man nicht mehr Auto-Pickup kann, oder hatte man das noch nie Auto-Pickup machen können? Einzusammeln. Keine Ahnung. So. Es gibt übrigens noch ein erweitertes Gebiet, also es wird noch geupdatet, dass es weitergeht. Das werden wir dann nachher noch anschauen. Aber jetzt erstmal. Ja. So erstmal rein, also durch das Gebiet kommen. Dass wir ja hier mit dem Schiff und dann die Wüste. Ja. Und das habt ihr auch alles gesehen. Deshalb mache ich weiter, wenn ich dann hier unten bin. Fertig bin. Dass wir da ins neue Gebiet kommen. Also hier sieht man, bis hier oben war schon ein bisschen länger, seit Oktober oder. Ja, schon noch ein bisschen weiter zurück. Glaube ich, August könnte sein. Und hier ist das neue Gebiet. Das wurde neu hinzugefügt. Finde ich sehr schön. Und der Adler ist wahrscheinlich der Boss auf dem Baum drauf. Ah, und hier ist noch eins. Gates of Solarium. Das ist interessant. Das möchte ich... Ah, oh, das ist ein mega Waldbrand. Gibt es irgendwie andere... Also hier unten muss noch etwas sein. Hier ist auch wieder so ein Adler mit Rüstung. Und hier? Was ist hier eigentlich? Und hier oben? Und Ancient Era hatten wir eigentlich gar noch nichts. Es sind immer nur diese zwei... Was sind denn das für Gebiete? Also das ist, glaube ich, mit dem Drachen. Und das hier? Was ist das hier mit dem Drachen? Oh! Ich wollte eigentlich nicht teleportieren. Mist. Ich würde nur draufklicken. Ah, das ist das. Okay. Ja, dann muss ich ja nochmal laufen. Wo kommt man hier jetzt wieder raus? Hm. Mist. Jetzt muss ich wieder laufen. Ja gut, ich laufe das nochmal. Ja. Mach. Eine 25 Minuten Folge, das ist auch gut. Dann, ja, Dankeschön fürs Zusehen und ja, ich spiele noch ein bisschen weiter und zeige euch dann den Stand. Danke und tschüss!